Ja, ich begrüße Sie zur Bibellektüre. Wir lesen heute Matthäus 3. Ich gehe davon aus, dass Sie das Kapitel gelesen haben und mache dazu ein paar zentrale Anmerkungen. Hier geht es um Johannes, dem Täufer. Er verkündigte in der Wüste, wobei das Wort Wüste im Griechischen Eremos heißt. Eremos bezeichnet einen einsamen Ort. Das ist nicht eine Sahara-Wüste, ist gemeint. Also Johannes taufte am Jordan bei Jericho. Das ist die Überlieferung, auch eine sehr überzeugende Überlieferung. Bin darauf eingegangen, zum Beispiel in meinem Buch auf Jesus Spuren im Heiligen Land. Also östlich von Jericho, da taufte Johannes, wo man heute die Taufstelle zeigt, und zwar sicher bewusst auf der jordanischen Seite, in Anlehnung an Elia, der dort aus dem Land ging, in Anlehnung an Israel, das dort einst ins verheißene Land einzog. Dort war ein wichtiger Übergang von der Ostseite in Richtung Jerusalem, Richtung Jericho, und dort in dieser zentralen Stelle taufte Johannes, und dort hat er auch Jesus getauft. Seine wichtige Botschaft kehrt um, denn die Königsherrschaft des Himmels ist nahe. Ne? Mit anderen Worten, die Königsherrschaft Gottes ist jetzt, kommt jetzt, ist jetzt da. Die Königsherrschaft Gottes ist die verheißene Königsherrschaft durch seinen verheißenen Welterlöser Jesus Christus, und der ist jetzt schon unter dem Volk. Das ist die Botschaft, die Johannes verkündigt, und darum sollen sie umkehren. Dann Vers 5 lesen wir, da ging zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. In Lukas 3, Vers 3 lesen wir, dass Johannes in der ganzen Umgebung des Jordan verkündigte. Im Hebräischen erscheint hier der Ausdruck Kikar Hayaden, ein Ausdruck, der schon zum ersten Mal im ersten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 10 erscheint. Dort ist damit die Gegend gemeint, wo ein Sodom und Gomorra lagen, und diese, also wörtlich heißt es Kreis am Jordan. Dieser Kreis am Jordan wird später in 5. Mose 34, Vers 3 mit der Jericho-Talebene identifiziert. Und dort in dieser Jericho-Talebene auf der jordanischen Seite lagen ein Sodom und Gomorra, die Gott gerichtet hat, und dort verkündigt Johannes die Botschaft und die Leute hören sie. Und dort tauft Johannes auch ganz im Zentrum dieses Kreises. Also schauen Sie mal eine Karte an auf der Nordseite vom Toten Meer, und Sie werden sehen, das ist so ein runder Kreis, eine Talebene, eine runde Talebene, Kikar, der Ausdruck, der hier erscheint im Hebräischen, bezeichnet immer etwas Rundes, in diesem Fall eben einen runden Kreis. Also der Rundkreis am des Jordans gemeint, nicht eine Jordanebene, nicht die ganze Jordanebene. Und dort hat Johannes getauft, also da in der Nähe, wo ein Sodom und Gomorra lagen, im Zentrum dieses Kreises am Jordan. Er verkündigt dann in Anlehnung unter anderem an Jesaja und dann auch sehr stark in Anlehnung an Malachi. Kapitel 3, lesen Sie vielleicht noch das Kapitel. Dort, Malachi heißt mein Bote, da kommt mein Bote, und plötzlich tritt der Herr in seinem Tempel auf. Das ist Gott, der Mensch geworden ist offensichtlich. Also der wird dort angekündigt, und dann wird Elia angekündigt, und dieser Elia ist nach Jesu Worten Johannes der Täufer. Jesus, der nach Johannes kommt, er wird mit dem Heiligen Geist taufen, mit Feuer, wobei Feuer hier klar im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes steht. Also er wird auch richten in Anlehnung an Malachi 3. Und er wird das Heil bringen, er wird den Heiligen Geist vermitteln. Also das sind die zwei Aspekte der Botschaft, Gericht und Heil. Feuer steht hier für Gericht und der Heilige Geist für das Heil, die reinigende Wirkung. Das Wasser der Taufe ist also ein Hinweis auf die reinigende Wirkung
durch Jesus, durch seinen Tod, vermittelt durch den Heiligen Geist, durch die Taufe des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Und dann kommt Jesus selbst und tauft, er lässt sich taufen, also dort im Kreis am Jordan, Bethanien, jenseits vom Jordan, heißt es bei Johannes, Kapitel 1, also die Stelle, wo man heute die Taufstelle Jesu zeigt, das war sicher dort, auch da in der Gegend, wo einst Elia gen Himmel gefahren ist. Und Jesus kommt zu Johannes und sagt, es gebührt sich, die ganze Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus hat sich vollkommen mit den Sündern identifiziert. Und ja, überhaupt, dass Johannes Juden tauft, heißt ja, dass auch wir die Umkehr nötig haben, nicht nur die Heiden. Man kannte damals die Proselytentaufe für die Heiden, aber Juden haben verschiedene Waschungen erlebt, aber nicht so die grundsätzliche Taufe. Und damit sagt Johannes sicher, auch sie brauchen die grundsätzliche Umkehr und die Vergebung ihrer Sünden durch Gott. Jesus identifiziert sich mit dem Sünder, indem er sich auch taufen lässt und hier konkret auch den Weg wählt, der schlussendlich zum Kreuz führt. Die Himmelsstimme kommt, erscheint, und der Heilige Geist erscheint in der Form einer Taube, das heißt bei Lukas dann im Leib einer Taube, in der Gestalt einer Taube. Ja, und da ja, sehen wir auch Hesekiel 11, Vers 11, dass die Juden in der Endzeit dann zurückkehren werden, ihr Land wie die Taube. Die Taube wird im Talmud auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht, und zwar aufgrund von 1. Mose 1, 3. Der Geist schwebte über den Wassern, und er wird mit der Rückkehr aus dem Exil in Verbindung gebracht, aus dem Exil der Juden. Ja, und wenn diese Tradition auf die Zeit Jesu zurückführt, dann ist klar, die Leute wussten sofort, jetzt ist der endzeitliche Erlöser unter uns und er führt Israel aus dem Exil zurück. Das hat Jesus getan durch seinen Kreuzestod und das wird er tun, wenn er wiederkommt. Im Talmud heißt es, dass Gott mit den letzten Propheten, dazu gehören Haggai, Zacharia und Malachi, mit ihnen aufgehört hat, direkt zu Israel zu reden. Er hat nur noch in einer Himmelsstimme zu Israel gesprochen. Aber also Himmelsstimme heißt Bat Kol, die Tochter der Stimme, heute ein Echo. Hier spricht Gott durch eine Himmelsstimme, aber auch in der Taubengestalt erscheint er im Heiligen Geist. Und es ist ein klarer Hinweis, dass Jesus der endzeitliche verheißene Erlöser ist und dass er Israel aus dem Exil bringen führen wird, wobei Jesus wiederholt klar machen muss, dass ja, er zuerst mal eben die Sündenschuld auf sich nehmen muss und dann wird er Israel auch endzeitlich wiederherstellen, wenn er wiederkommt. Das zu Matthäus 3. Ich wünsche einen gesegneten Tag weiter.